Noch vor dem offiziellen Filmstart von Der letzte Mensch mit Mario Adorf in der Hauptrolle in den bundesdeutschen Kinos brachte der literarische Frühling Nordhessen den Streifen ins Thalia-Kino in Frankenberg. Ein bewegender Film. Adorf spielt einen Mann, der Auschwitz überlebte, seine jüdischen Wurzeln stets verleugnete, aber im Alter den Wunsch hat, jüdisch beerdigt zu werden. Dazu muss er beweisen, dass er Jude ist. Und das wird schwierig. Muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe nicht genau gewusst, was mich hier erwartet, weil ich dachte einfach, es ist eine Lesung. Ich habe so genau nicht nachgeguckt. Aber war sehr interessant, war sehr schön. Mario Adorf war persönlich nach Frankenberg gereist, um den Film vorzustellen und sich den Fragen des Publikums zu stellen. Und er gab den 188 Zuschauerinnen und Zuschauern jede Menge Einblicke in die Hintergründe der Handlung, die Dreharbeiten und seine eigene Geschichte vom Hitlerjungen zum Schauspieler, zum Thema Identitätsfindung und Vergangenheitsbewältigung. Eine, glaube ich, sehr eindrucksvolle Sache, wenn er sein Heimathaus sieht, die Tür aufmacht und es ist nichts dahinter, das Haus ist nicht mehr da. Es geht also eigentlich auch gar nicht so gut, wie er ja auch am Schluss selber nicht mehr erfährt, dass jemand da ist, der ihn erkennt. Aber sein Wunsch letzten Endes dann doch in Erfüllung geht, weil er eben auf diesem falschen, richtig geglaubten Stuhl saß. Und das kränkt ihn ja auch, der ärgert sich ja darüber, dass gerade seine Glaubensgenossen, die ihm keinen Glauben schenken, nicht, dass es ihm nicht wirklich gelingt. Und es ist ja auch dann kein Zufall, dass er den Sinn der Reise letzten Endes als seine letzte Reise sehen und eine Reise zum Sterben und zum Tod. Ich weiß nicht, ob ich es so selber so gemacht hätte, ob ich einem Publikum nicht vielleicht zugetraut hätte, auch die ganze Geschichte zusammenhängend zu ertragen. Das wäre vielleicht richtig. Oder es gab sogar natürlich von mir auch den Einwand, soll er überhaupt sprechen? Es war natürlich für den Regisseur sehr wichtig, dass er letzten Endes dann doch gewisse Dinge erzählt. Aber auf der anderen Seite war ihm auch genauso wichtig, die Schwierigkeit zu zeigen, die er hat, überhaupt eben einmal etwas rauszulassen aus dieser ganzen Geschichte. Diese Maus haben wir sehr gern gehabt. Und jetzt sollte ich auf einmal Mäuse umbringen, nicht? Mit einer Schaufel auf einen Platz schlagen und verbrennen. Man muss denken, das war ja nach dem Krieg, das war Anfang der 50er Jahre. Und da waren auch noch eben diese ganzen Erinnerungen, die ganze Geschichte überhaupt, was ja nach dem Krieg herauskam, was da in den Lagern und so weiter passiert ist. Also ich kam mir auf einmal vor, ich hätte auf einmal einen Wärter spielen sollen, der da Menschen totschlägt und dann in die Öfen wirft. Kam ich mir als dieser Mäusetöter vor. Nun, das Erstaunliche war, ich, der ich also keiner Maus etwas zuleide tun konnte, packte die erste Maus mit sehr viel Skrupeln und schlug sie dann und warf sie in den Ofen. Und dann kam die zweite und die dritte und die vierte. Dann kamen ganze Mäusefamilien, so rosa kleine Mäuschen, alle mit einem Schlag, bums, weg und rein in den Ofen. Und nach einer Stunde war ich ein perfekter Mörder, Mäusemörder, ein Mäusetöter. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Denn ich habe mir gesagt. Sie waren 15, als der Krieg zu Ende war, also eben so alt wie der Markus auch. Und Sie mussten, wie die Jungs in Bernhard Wickis berühmtem Film Die Brücke, auch tatsächlich noch in den Volkssturm. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Naja, ich war also bei Kriegsende, also 14. Ich habe das sehr oft auch schon erzählt und auch geschrieben. Ich war, wie alle Jungen, damals im deutschen Jungvolk. Das später dann nach 14 wurde man dann, also kam man zur AJ, zur Hitlerjugend, aber die Vorstufe war das Jungvolk. Ich gehörte noch als 13-Jähriger zum Jungvolk. Und alle, die damals das Gymnasium besuchten, waren die automatischen
Führer in diesem jungen Volk, weil sie die Intelligenteren waren. Und so war auch ich einer von diesen Führern. Ich hatte selbst später dann einen Fanfarenzug, weil ich Musik machen wollte. Und kam dann zu einem Führerlehrgang und im 20. Juli 1944 gab es das berühmte Attentat, fehlgegangene Attentat auf Hitler. Und an diesem Abend kam dieser Schulleiter dieser Schule und sagte, es gab ein feiges Attentat auf das Leben unseres geliebten Führers Adolf Hitler, aber die Vorsehung hat unseren geliebten Führer Adolf Hitler gerettet. Und jetzt wollen wir ihm eine kleine Freude machen, indem sich der ganze Lehrgang freiwillig zum Dienst an der Waffe meldet. Ich war 13 noch, nicht wahr? Ich war im Juli. Im September wurde ich also 14. Und alle meldeten sich natürlich, mit einer einzigen Ausnahme, weil einer aus meiner Heimatstadt Main in der Eifel ausgerechnet sich also meldete und der Schulleiter fragte, warum denn Schäfer, warum? Warum willst du denn nicht? Und dann sagt er, da muss ich meinen Vater fragen. Und das war für uns alle ein Lacher. Wir lachten. Wer hatte schon einen Vater? Ich hatte keinen, kaum einer von den anderen hatte einen, weil die waren im Krieg oder schon gefallen. Nicht? Und jedenfalls meldete man sich dann freiwillig. Und ich wurde auch gefragt, welche Waffengattung, das erinnert mich dann sehr an Günter Grass. Ich sagte damals Marine. Er sagte, U-Boot-Waffen. Ja, ich sagte Marine. Und der schriftführende Unteroffizier sagte, Marine, mein Junge, gibt's doch gar nicht mehr. Marine, wenn du sagst Marine, kommst du zur Infanterie. Und das ist ein Scheißverein. Ich sag doch gleich waffenmäßig. Da gibst du mehr Sold, besseres Futter und längeren Urlaub. Na? Und ich sagte, aus einer kindlichen, romantischen Sturheit, sagte ich, Marine. Und dann schrieb er hin, Marine, und sagt, ich habe dir gewarnt. Aber Gras hat an dieser Stelle eben Waffen-SS gesagt und ich hätte auch Waffen-SS sagen können, wenn ich nicht an diese schönen Marineuniformen gedacht hätte, die mir vorspielten. Es war also keine weltanschauliche Entscheidung gegen die SS und für die Marine, sondern es war einfach eine romantische Vorstellung, ja, ich möchte dann doch lieber Marine. Und bei Marine dachte ich nicht an Kriegsschiffe und an Kanonen, sondern ich dachte an Segelschiffe und zu See fahren. Das war meine damalige 13-jährige Vorstellung. Sie haben schon einige Male Rollen gespielt. Ja, ich habe nicht gesagt, wir wollten noch sagen, wie es weiterging. Ich kam dann nach diesem Lehrgang, hatte ich mich noch gemeldet zu einem zweiten Lehrgang, weil ich hatte mich dagegen entschieden, an den Westwall zum Schippen zu gehen, was die anderen sozusagen mussten. Und ich durfte dann zu meiner Mutter zurück und habe dann am das Kriegsende dann in Main in der Eifel erlebt, am 9. März 1945. Und da wurden wir noch in letzter Minute mit dem Volkssturm, also eine kleine Truppe alter Männer und ein paar Jungen wie meines Alters. Ich war zusammengetrommelt, mit Waffen ausgestattet. Ich schuldete mir zwei Panzerfäuste, denn da standen oben Panzer vor der Stadt. Da sage ich, wenn schon schießen, dann auch auf den Panzer. Und ich hätte geschossen, obwohl ich vielleicht gar nicht gewusst hätte, wie man so ein Ding bedient. Aber dieser lebensrettende Unteroffizier, den ich hatte, der sagte dann halt, Waffen vorsichtig ins Gebüsch legen, für uns ist der Krieg zu Ende. Ihr geht nach Hause zu Mutti und ihr auch alle nach Hause, der Krieg ist für uns aus. Das war mein Kriegsende und auch natürlich vielleicht sogar meine Lebensrettung. Ich war dafür auch eher dankbar. Nicht? Ich habe mich dagegen nicht gewehrt, auch nicht gegen die bösen Rollen. Und und ich wollte nie der Held sein, das ist klar. Ich meine, Helden sehen anders aus. Lassen Sie uns noch einmal auf den Film zurückkommen. Es ist ja auch die Geschichte zwischen einem alten Mann und einer jungen Frau.
Welche Bedeutung hat die Figur dieser jungen Frau in dem Film? Ja, das war eine ganz, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, dass es jetzt nicht ein Monolog wird und eine Einzelreise, sondern dass diese junge Frau, die auch ein Schicksal hat, weil sie keine Deutsche ist, sondern eine Türkin ist, nicht wahr, die in Deutschland allerdings geboren und aufgewachsen ist. Aber es ist eben dieser Unterschied der Generationen. Und das war natürlich sowohl dem Produzenten, dem Regisseur und uns allen auch wichtig, dass nicht nur ein alter Mann gezeigt wird, wo man dann sagt, naja, jetzt steigt schon die Grube, sondern dass man mit Interesse verfolgt, wie setzt er sich mit dieser jungen Frau auseinander. Und umgekehrt sieht man die junge Frau, die doch sehr eigentlich sperrig ist und sehr besonders auch ist, nicht wahr? Wie kommt die allmählich mit diesem alten Mann zurecht? Das war eine ganz wichtige Technik auch, wenn man will. Ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, aber für mich war eine der ganz großen Leistungen in diesem Film auch, dass die beiden jungen Menschen sich ja gar nicht schuldig fühlen, sondern dass sie eigentlich durch die Begegnung mit diesem alten Mann, mit diesem besonderen alten Mann, anfangen, sich für dessen Geschichte zu interessieren, sich also über die Annäherung mit diesem anderen Menschen, also von Mensch zu Mensch gewissermaßen, langsam da hineingezogen fühlen und sich gar nicht schuldig fühlen müssen. Ja, das finde ich auch völlig richtig. Ich glaube nicht, dass die junge Generation sich schuldig fühlen soll. Nicht? Das soll sie gar nicht, denn sie ist ja nicht schuldig. Aber es ist ein Unterschied, zu sagen, ich bin unschuldig, also will ich davon nichts wissen. Wichtig ist, dass bei aller Unschuld das Bewusstsein bleibt, dass es einmal in unserem Land passiert ist und nicht wieder passieren darf. Das finde ich, diese Haltung sehr gut. Ich finde das falsch, wenn jetzt auf einmal junge Leute rumlaufen würden und sagen, ach Gott, was bin ich schuldig? Was hatte ich für Eltern, was hatte ich für Großeltern? Die Fragen darf man stellen. Aber nicht, es soll kein Schuldgefühl belassen werden, sondern nur ein Bewusstsein soll erhalten bleiben. Und das ist wichtig, nicht, dass man sich schuldig fühlt. Aus dem Schuldigfühlen weiß ich nicht, ob sich da etwas entwickelt. Ob es eine Wiedergutmachung oder der Wille, dass etwas nicht nochmal passiert, dass der aus dem Schuldgefühl kommt, sondern aus dem Wissen, aus dem Nichtvergessen, aus der Erinnerung an das, was geschehen ist. Und würden Sie sagen, dass dieser Film auch einen Hinweis darauf gibt, dass man auch berührt werden kann durch diese Geschichte, dass auch das letztlich etwas wachhalten kann, also nicht nur der geistige Prozess der Auseinandersetzung, sondern auch diese unmittelbar menschliche Berührung? Naja, wenn da eine Anteilnahme erzeugt werden kann und nicht nur ein Urteil oder nicht nur eine Kenntnisnahme, sondern auch noch ein gefühlsmäßiger Anteil da ist, dass man sich auch berühren lässt von solchen Dingen, das finde ich eine sehr nützliche und sehr schöne Seite eines solchen Films, wenn er gelingt und wenn es gelingt. Aber es ist, wie gesagt, eine Wirkung, aber es ist nicht eigentlich das Entscheidende. Wir können darauf nicht aufbauen und sagen, wenn wir die Leute jetzt zum Weinen bringen oder zum Mitfühlen bringen, jetzt wird sich etwas ändern. Das so leicht wird es nicht sein. Ich fand den Film sehr beeindruckend und sehr mitreißend, muss ich ehrlich sagen. Boah, und dann das Ende und wenn dann Marion Adorf da reinkommt, es war einfach herzzerreißend. Herr Adorf, was gefällt Ihnen denn so sehr in Waldeck-Frankenberg, dass Sie jetzt bereits zum zweiten Mal hier sind? Ja, das ist Bekanntschaft, das ist die Freundschaft zu Christiane Kohl und ich muss auch sagen, ich war beim ersten Mal so, ich war traurig, dass ich letztes Jahr nicht konnte und komme gerne wieder, weil ich mag die Gegend gerne, ich mag die Idee gerne und ich mag die Menschen gerne.